Ein großer Frachter ist mit einem Kutter auf hoher See zusammengestoßen. Der Kutter ist beschädigt und sinkt. Seine Besatzungsmitglieder treiben hilflos im Wasser. Der Frachter brennt. Die Brände weiten sich schnell über das ganze Schiff aus. Du bist der Einsatzleiter eines Rettungsteams. Rette alle Besatzungsmitglieder des Kutters und des Frachters und lösche alle Brände auf dem Frachter, bevor seine Ladung explodiert. SAR-Helikopter. Los geht's. Löschkreuzer. Bestanden. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um Seenotkreuzer. Wird ausgeführt. Die Brände auf dem Frachter weiten sich aus. Die Seeleute springen von Bord, um sich in Sicherheit wird zu bringen. Rette die Besatzung. SAR-Helikopter. Motorboot. Jawohl. Seenotkreuzer. Roger. Seenotkreuzer. SAR-Helikopter. Motorboot. Jawohl. Klicke auf eine freie Stelle. SAR-Helikopter. Support. Seenotkreuzer. Jawohl. Verstanden. Löschkreuzer. Löschkreuzer. Seenotkreuzer. Alle Plätze des Helikopters sind jetzt belegt. Der Helikopter wird zum Festland zurückkehren und die Geretteten werden dort an Land gebracht. Erst danach wird der Helikopter zurück ins Einsatzgebiet kommen. Alle Plätze des Motorbootes sind jetzt belegt. Das Boot fährt jetzt zum Seenotkreuzer zurück. Die geretteten Personen werden dort abgeladen. Eines der Schiffe wird durch die Hitze der Brände beschädigt. Achte auf die Zustandsanzeige der Schiffe. Verschlechtert sich der Zustand eines Schiffes, solltest du seine Eigenkühlung einschalten. Löschkreuzer. Seenotkreuzer. Ist in Arbeit. Motorboot. Jawohl. Seenotkreuzer. Löschkreuzer. Motorboot. Jawohl. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser. Seenotkreuzer. Roger. Löschkreuzer. Jawohl, schon unterwegs. Klicke. Jawohl. Motorboot. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Klicke auf ein. Sehr gut. Du hast alle Besatzungsmitglieder Jawohl. Des Kutters gerettet. Wird umgehend durchgeführt. Seenotkreuzer. Der SAR-Helikopter hat alle Personen an Land gebracht und steht dir jetzt wieder zur Verfügung. Löschkreuzer. Schon unterwegs. SAR-Helikopter. Seenotkreuzer. Auf dem Weg. Verstanden. Klicke auf eine freie SAR-Helikopter. Klicke auf eine freie Stelle, um dorthin zu. Seenotkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu. Du hast alle Besatzungsmitglieder des Frachters gerettet. Gut gemacht. Der Helikopter wird die geretteten Personen jetzt an Land bringen. Löschkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu. Seenotkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Klicke auf ein Feuer, um es zu löschen, oder auf ein brandgefährdetes Objekt, um es zu kühlen. Klicke auf den Knopf Eigenkühlung und die Löschkreuzer. Seenotkreuzer. Wird umgehend durchgeführt. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Klicke auf ein Löschkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Seenotkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Klicke auf ein Feuer, um es zu löschen, oder auf ein brandgefährdetes Objekt, um es zu kühlen. Roger. Löschkreuzer. Kein Problem, wird umgehend durchgeführt.
Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Seenotkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin. Löschkreuzer. Seenotkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu. Löschkreuzer. Seenotkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Okay. Klicke auf ein Feuer, um es zu löschen oder auf ein Brand. Löschkreuzer. Roger. Klicke auf eine freie Seenotkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Klicke auf ein Löschkreuzer. Jawohl, schon unterwegs. Seenotkreuzer. Verstanden. Löschkreuzer. Seenotkreuzer. Löschkreuzer. Okay. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Seenotkreuzer. Wird umgehend durchgeführt. Löschkreuzer. Okay. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Löschkreuzer. Bin unterwegs. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Klicke auf ein Feuer, um es zu löschen, oder auf ein brandgefährdetes Objekt, um es zu kühlen. Seenotkreuzer. Löschkreuzer. Jawohl. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Seenotkreuzer. Löschkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Klicke auf ein Feuer, um es zu löschen, oder auf ein brandgefährdetes Objekt, um es zu kühlen. Oder Seenotkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle. Seenotkreuzer. Schon unterwegs. Löschkreuzer. Seenotkreuzer. Jawohl. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Klicke auf ein Feuer, um es zu löschen, oder auf ein brandgefährdetes Objekt, um es zu kühlen. Klicke auf den Knopf Eigenkühlung, um die Eigenkühlung ein- und wieder aus. Löschkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle. Seenotkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Klicke auf ein Feuer, um es zu löschen, oder auf ein brandgefährdetes. Löschkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im. Seenotkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin. Löschkreuzer. Klicke auf eine. Seenotkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle. Löschkreuzer. Klicke. Seenotkreuzer. Verstanden. Löschkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Klicke auf ein Feuer, um es zu löschen, oder auf ein brandgefährdetes Objekt, um es zu kühlen. Oder klicke auf den Knopf Eigenkühlung. Seenotkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Klicke auf ein Feuer, um es zu löschen, oder auf ein brandgefährdetes Objekt, um es zu kühlen. Klicke auf den Knopf Eigenkühlung, um die Eigenkühlung ein- und wieder auf. Löschkreuz. Seenotkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Klicke auf ein Feuer, um es zu löschen, oder auf ein brandgefährdetes Objekt, um es zu kühlen. Klicke auf den Knopf Eigenkühlung, um die Eigenkühlung ein- und wieder auszuschalten. Löschkreuzer. Jawohl, schon unterwegs. Seenotkreuzer. Klicke auf eine freie Stelle im Wasser, um dorthin zu fahren. Klicke auf ein Feuer, um es zu löschen, oder auf ein brandgefährdetes Objekt, um es zu kühlen. Klicke auf den Knopf Eigenkühlung, um die Eigenkühlung ein- und wieder auszuschalten. Klicke auf den Knopf Motorboot abladen, um das Motorboot zu Wasser zu lassen.
wird umgehend durchgeführt. Roger. Wird umgehend durchgeführt. Kein Problem. Ausführung beginnt. Wird umgehend durchgeführt. Okay. Kein Problem, wird umgehend durchgeführt. Kein Problem. Okay, schon unterwegs. Roger. Verstanden. Jawohl. Ausführung beginnt. Wird umgehend durchgeführt. Schon unterwegs. Klasse, du hast die höchste Punktzahl erreicht und hast den Einsatz als Bester abgeschlossen. Das muss dir erstmal jemand nachmachen.